Kinder, liebe Eltern, Großeltern, glaube ich, sind da, Väter, Mütter. Wir waren ja schon einige Male in Narren. Wer war letztes Jahr schon dabei? Wer hat uns unsere Gruppe schon einmal gesehen? Ah, einige Tipps. Gibt's ein paar. Ganz junge Kinder. Ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Franz, ich bin eigentlich der Präsident dieser Niederreißer-Puppenkiste seit kurzem, denn die Puppenkiste ist ein Verein geworden. Und wir machen jetzt so Tourneen, kann man fast sagen, bis nach Oberösterreich. Das heißt, vier Narren aus dem Leitviertel sind heute in Narren in Oberösterreich. Das Stück heißt Prinzessin Lala. Lara ist krank. So, wir fangen dann an. Wenn irgendwer so nett ist, das Licht noch dran, bitte. Und gute Unterhaltung, Kinder. Und Eltern natürlich. Viel Spaß. Endlich ist es heute soweit. Ich habe wieder Zeit. Unter den Armen träumen Echsen und den ungeheuren Kinder kommen schnell alle her. Wir sind Kasperl, Tom oder Bär. Schau, Bruno, so viele Kinder sind da heute. Na geh, Kasperl. Ich sehe zwar Kinder, aber ich höre sie gar nicht. Du, das sind sicher alles nur Puppen, hm? Oder? Nicht? Nicht? Sind denn wirklich Kinder da? Also na komm's, Kinder, das zeigt mal Bruno, dass ihr wirklich alle da seid. Also seid ihr wirklich alle da? Ja! Oh, jetzt glaube ich dir's, Kasperl. Das waren ja wirklich ganz viele. Hallo Kasperl, hallo Bruno. Hallo. Hallo Kinder. Schön, euch wieder mal auf meinem Schloss begrüßen zu dürfen. Also sagt, ist euch auch so heiß wie mir? Ich schwitze schon den ganzen Tag so. Also ich werde jetzt in den Wald gehen, um mich ein bisschen abzukühlen. Und wollt ihr vielleicht mitgehen, Kasperl, Bruno? Geht ihr mit mir in den Wald? Oh, schade, liebe Prinzessin Lala. Wir können dich leider aber nicht begleiten. Der König, dein Vater, der hat uns rufen lassen, der braucht wieder mal was von uns. Prinzessin, tschüss. Tschüss. Die Blumen riechen so gut und die Vögel, die zwitschern so schön. Ui, jetzt habe ich aber riesigen Durst bekommen. Ich werde ein Schlückchen aus dem Fluss trinken. Das ist gut kühl, aber mir ist noch immer so heiß. Aber ich könnte ja vielleicht in den Fluss baden gehen, dann wird es sicher gleich besser sein. Warum kannst du nicht weiter schwimmen und dich nicht mehr bewegen? Kannst du mich bitte befreien? Kannst du mir bitte helfen? Da ist das blöde Sackerl, Prinzessin. Oh. Das war's. Oh, danke, das nehme ich da jetzt mit. Aber mein Fuß tut so weh. Oh, komisch. Mir ist ganz schwindelig. Oh, was ist denn da los mit mir? Oh, ich
glaube, ich gehe jetzt schnell nach Hause, aber puh. Oh. So, wir machen eine kurze Pause. Was ist denn los, Prinzessin? Der König hat uns rufen lassen. Er ist ganz verzweifelt, weil er nicht weiß, was los ist mit dir. Oje, oje. Prinzessin Lala, du schaust wirklich ganz krank aus. Was ist denn noch passiert mit dir? Ach, ich weiß nicht. Ich fühle mich nur ganz, ganz unelend. Mein Bauch tut weh. Der Kopf raus. Aber ich verstehe jetzt das gar nicht. Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Wer macht denn sowas? Plastiksackerl im Fluss. Wer schmeißt denn die Sachen einfach in den Fluss? Kinder, habt ihr eine Idee, wie das passiert ist? Wer das war? Wer war das? Wer? Seepferdchen. Seepferdchen? Ach, Seepferdchen werden doch im Wasser nicht selber verschmutzt. Wir haben die Prinzessin ja schon ganz ewig nicht mehr gesehen. Na geh, Pauli, weil die Sachen, die ihr in den Fluss geschmissen habt, den Fluss und den Wald krank machen. Ja, und ein kranker Fluss und ein kranker Wald machen die Menschen krank. Oh je, das haben wir gar nicht gewusst. Ja, aber wo soll man denn sonst die ganzen Papiere und Flaschen und alles so hinschmeißen? Na geh, Pauli. In den Mistkübel natürlich. Mistkübel, was ist denn das? Also na geh, Pauli, Botscher, heute bist du aber wieder vorne. Du weißt ja gar nichts heute. Also Kinder, könnt ihr den zwei Räubern mal erklären, was ein Mistkübel ist? Ah, genau. Habt ihr das gehört, Pauli Potscher und Leo? Habt ihr das gehört? Ja. Kinder, das habt ihr wirklich gut erklärt, weil ihr kennt euch wirklich gut aus. Aber, liebe Räuber, das Mindeste, das ihr jetzt tun könntet, ist, dass ihr euch bei der Prinzessin Lala entschuldigt. Kinder, seid ihr dabei? Ja! Toll! Na, dann kommen wir jetzt zu euch nach vorne und rufen auch gleich einmal die Räuber dazu, damit sie das jetzt lernen können. Auf drei, gut, auf drei ruft sie die Räuber bitte. Eins, zwei, drei.